Dobritschen, hallo, willkommen zurück hier in Russland auf unserer Swapa Agro Vierfach-Map. Jo, ich habe mal wieder einen Tankwagen voll mit Biogas und wir dürfen wieder nach der oder zu der Tanke Nordost fahren. Die hat nach wie vor den besten Preis hier für uns und das machen wir gleich mal als erstes und dann gucken wir mal weiter. Wir werden dann, denke ich mal, eine Ladung Gärreste mitnehmen zum Hof und die dort erstmal einlagern. Und dann sehen wir weiter, was denn noch so auf uns wartet heute. So, wir können aber in der Zwischenzeit unseren... Na, wir müssen erstmal hier gucken. Was machst du denn hier? Wo bist du denn hier längs gefahren? Das verstehe ich ja jetzt nun mal gar nicht. Wieso ruckelt das so? Sind aber keine Fehler. So. So. Wir haben doch sonst nichts am Fahren. Irgendwie sehr merkwürdig gerade alles. So ein bisschen Eigenleben, aber ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. Er fährt immerhin schon mal wieder in die Kurve. Das ist doch etwas. So, dann machen wir mal hier weiter. Unser Kontostand sieht doch nicht schlecht aus. Wenn man bedenkt, dass wir einen relativ guten Fuhrpark haben, wir ein Feld schon neu dazu gekauft haben. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir hier keine Möglichkeit haben, Kredit aufzunehmen. Dazu haben wir ja relativ viele Tiere schon gekauft. Also ich bin sehr zufrieden mit uns. So, jetzt dürfte aber erstmal kein Biogas mehr da sein. Nehmen wir einfach noch hier Gärreste mit. Da haben wir 81.000. Und wie sieht es denn hier aus? Hier sind 235.000 drin. Ja, und da haben wir nichts mehr. Gut, dann kommen wir vielleicht jetzt dazu, den einmal zum Hof zurückzubringen. Dann sollten wir den auch gleich mal auftanken, wenn wir eh schon am Hof sind. Da macht das, denke ich mal, Sinn. Und
Und wir könnten ihn eigentlich auch mal endlich waschen fahren. Oh, das ist die Ausfahrt. Gleich mal ganz anders aus. So. Und während der noch gewaschen wird, kümmern wir uns weiter hier um Gras. Der ist voll, dann können wir den einmal... Ups. ...zum Hof bringen. Werden den aber auch gleich mal in die Waschanlage schicken, weil... Sieht doch ein bisschen dreckig aus. Ach, und was hat denn der Lexion? Wieso steckt der im Verkehr? Das kann ja nur der MB-Truck sein. Ach, müssen wir gleich gucken. So. Dem Drescher voll im Weg. So. Jetzt den hier einmal raus. Mein Gott, der glänzt ja richtig. Dann packen wir den hier gleich hinten rein. So. Gut, was können wir noch fahren? Wir können eigentlich gucken, dass wir nochmal Silage gleich rüber zur BGA bringen wieder. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Zwischenzeit geht der hier wieder rüber, macht sich wieder mit Gras voll. Ja, dann haben wir es aber auch bald geschafft hier. Ah.
nein, 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 stopp, stopp, kein Stroh. Das wollte ich nicht. Und wieder zurückbringen und von neuem versuchen. Aber diesmal wirklich mit Gras. Ach, wieso geht das jetzt wieder nicht? Mann. So, jetzt aber. Gras. Und hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Silage, damit der auch voll wird. Aber das haben wir ja noch im Lager. Hoffe ich doch zumindest. So, die Gärreste hier. Gehen in den Gärreste-Tank. Pam, 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 pam. So, hier und das ist das letzte Gras, das wir haben. So, Deckel zu und los geht's wieder einmal rüber zur BGA. Und abladen. So, jetzt noch mal Aufbaufleischerei. 93. Und es fehlen Betonblöcke. Arr. Das heißt,
Da müssen wir mit dem einmal rüber zur Betonblockproduktion und dann werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge da welche noch runterbringen und dann gucken wir mal. Müsste mal grob überlegen. Ich denke mal, zwei Stück sollten reichen. Kommt da gerade was? Nee, da machen wir mal die kurze Abkürzung. Kurze Abkürzung. Hört sich nicht wirklich richtig an. So, ich werde den dann aber Betonblock zum Fleischer, genau, den automatisch fahren lassen, damit wir dann bei der nächsten Folge den unten schon stehen haben. So, jetzt bin ich einmal drüber hier. Standardpaletten, genau. Da ist auch schon wieder alles voll. Da lassen wir den Hänger einmal stehen hier und nehmen uns hier zwei Paletten. So, dann lasse ich den losfahren und wenn der unten ist, sehen wir uns dann in der nächsten Folge und gucken, was wir da dann weitermachen. Bis dahin, macht es gut, lasst ein Däumchen da, kommentiert, abonniert und klickt das Glöckchen. Bis dann, ciao.